Ja, für mich als katholischer Priester ist Fasching nicht nur die fünfte Jahreszeit, sondern der Fasching, Karneval, eine lustige Phase in unserem Leben, ist eigentlich immer gegeben für mich. Von der Theologie oder vom Glauben her sehe ich insbesondere zwei Punkte, die sehr wichtig sind, was Fasching angeht. Erstens, das Evangelium halte ich für noch immer und immer wieder für einen sehr subversiven und sehr herausfordernden Text. Das Evangelium möchte uns nicht in Ruhe lassen. Und ich denke, Fasching, Karneval, Verkleidung, lustig sein, Witze erzählen, hintergründig lachen, all das hat auch so etwas Subversives, so etwas Herausforderndes. Wenn ich denke, dass ja während der Napoleonischen Kriege im Rheinland diese ganzen Maskeraden da aufgetaucht sind, das war ja auch eine Gesellschaftskritik. Und dieses Herausfordernde, dieses Subversive, das liebe ich am Humor, das liebe ich auch am Lachen. Und ich denke, das hat für unseren Glauben auch eine ganz wichtige Position, eben dieses herausgefordert sein durch das Evangelium. Und zum Zweiten, ich meine, dass Lachen, Karneval, Fasching etwas mit Entspannung und mit Heilung zu tun hat. Aus der früheren DDR hat man ja gesagt, dort, wo es den Menschen am meisten wehgetan hat, dort sind dann die Witze entstanden. Nicht über die Volkspolizisten oder über die Stasi oder so etwas. Lachen entspannt, ein Witz kann etwas auflösen, kann etwas Heilendes sein. Und deswegen ist für mich auch der Glaube immer mit diesen Dingen verbunden, weil der Glaube auch etwas Heilendes, etwas Entspannendes ist. Ich bin kein guter Witzeerzähler, ich liebe vor allem Anekdoten. Anekdoten in dem Sinne, weil sie sehr hintergründig sind, zum Beispiel auch mit der Sprache. Ich versuche jetzt zwei Anekdoten zu erzählen, die mir einfach sehr gut gefallen. Als der Bundeskanzler Adenauer vor jetzt ja, 60 Jahren das erste Mal nach Amerika geflogen ist, wurde er von Journalisten gefragt, ob er denn keine Angst hätte zu fliegen. Und Adenauer antwortete darauf, im Gegenteil, meine Herren, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich finde das einen sehr schönen Gedanken. Oder von Hans Albers, dem großen Schauspieler, gibt es folgende Anekdote. Er, glaube ich, war, was Frauen angeht, nicht sehr wählerisch, hatte immer wieder unterschiedlichste Kontakte und Beziehungen. Und von einem Schulkameraden wurde er dann mal gefragt, ob er nicht endlich in den Hafen der Ehe segeln wolle. Und Albers hat gesagt, eine Hafenrundfahrt ist mir lieber.